sensationellen Erfolgsfilm Mondo Cannibale. Millionen haben ihn gesehen, viele mehrmals. Das sind die Männer, die ihn gedreht haben. Jetzt haben sie die lang erwartete Fortsetzung fertiggestellt, die alles vorher Dagewesene in den Schatten stellt. Unter unsäglichen Strapazen und ständig in Lebensgefahr filmten sie auf den Philippinen unter Menschenfässern, die noch heute wie in der Steinzeit leben. Kannibalen im 20. Jahrhundert. Mondo Cannibale, zweiter Teil. Der Vogelmensch. Die Presse hält diesen Film für das mutigste und gefahrvollste Kinoabenteuer der letzten Jahre. Mondo Cannibale, zweiter Teil, ist die unglaubliche Story zweier Amerikaner, die im philippinischen Dschungel notlanden und von Steinzeitmenschen verfolgt, bedroht und grausam gemartert werden. Weil sie aus einem Flugzeug kommen, halten die Eingeborenen sie für Vogelmenschen. Mondo Cannibale, zweiter Teil. Der Vogelmensch. Mondo Cannibale, zweiter Teil. Der Vogelmensch. Giorgio Carlo Rossi hat mit dem neuen Mondo Cannibale einen faszinierenden Abenteuerfilm von grausamer Schönheit produziert. Mondo Cannibale, zweiter Teil. Der Vogelmensch. Wieder mit der hinreißenden Exotin Meme Lai und dem nicht umzubringenden Helden Ivan Rasimov. Mondo Cannibale, zweiter Teil. Der Vogelmensch. Ein außergewöhnlicher Film aus einer geheimnisvollen Welt, die nie zuvor ein weißer Mann betreten hat. Mondo Cannibale, zweiter Teil. Der Vogelmensch.